Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend. Wenn man mir das schaut, ich habe schon irgendwas. Kameras auch dabei. Ja, Kennst du das? nee. Das. Das kennt man doch. Okay, ich habe gerade mal eine Minute lang genuschelt. Perfekt, ja, eine halbe Minute, alles gut. Jo, die Woche geht's gegen Jammer. Ihr seht das Team gerade schon rechts eingeblendet. Und ja, wir fangen mal an. Ich glaube, Kammer fängt wieder an, weil er hat das Set hier gebaut und ich kenne die ganzen. Ich weiß nicht, wofür die jetzt mit sind. Es ist ein bisschen kritisch, das Ganze. Ich habe leider habe ich die Datei gelöscht, wo ich reingeschrieben habe, für was die Lorante-Set Als ob gut ist. du das gelöscht hast. Aber ich krieg das hin, keine Sorge. Ich krieg das hin. Ich glaube. Warum habe ich denn jetzt Season 4? Also mehr offen. Nice. Ganz Warte. gerne. Season 5. Ich habe mich schon gewundert, hey, wir haben doch gar keinen Zapperang. Was? Zaplan, das gute Alte. Den vermisse ich ein bisschen. Okay. Fühle, fühle. Wir spielen gegen Jam heute. Also Team, was ich schon gesagt ist drin. Wir fangen mal an mit It's Party Time. Fein, oder? It's ja, Time. Ja, es ist gleich. Also it's, es ist Party Thymian. Pflanzen, Joke. Ich fange mal am besten mit dem einfachsten an und das ist Full KP. Und zwar ist Full KP einfach Full KP. Stark. Das baut auf mit den Death Splits und den Splitter Splits dann auf darauf an, dass wir das tanken, was wir haben. Full KP war für mich von Anfang an klar, weil Bulk. ja. Ne, ich mach mal von unten nach oben. Minus Speed plus, also wir haben so ein bisschen aus in allen Werten was gebraucht, deswegen habe ich mir gedacht, am Minus Speed ist am besten und dann habe ich 56 invested. Das ist dafür da, dass wenn Jam gegen uns mit Matrifol Sticky Web legt, nur für den Moment, dass wir dann im Sticky Web schneller sind als Nocturne, wenn er nicht invested ist. Ja, das ist dumm, ich weiß, aber es kann vielleicht helfen. Keine Ahnung, er kann halt Sticky Web legen gegen Sneeble oder sowas. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt fragen sich schon alle, wie will man bitte mit Smartphone gegen das Sneeble Webs legen? Lolle, wart ab. Ja, also ich meine, er legt Webs, damit Sneeble halt eingeschränkt ist. Da Ah, muss er also nicht meinst du? gegen, er kann ja gegen seine Anaconda Webs legen, was weiß ich denn, oder gegen Ich, den das war ein bisschen komisch ausgedrückt, deswegen. ja, ach, Mann, ärgere ey. mich auch. Okay. Und zwar, ich mache mal mit dem Spezialangriff weiter, den weiß ich auch noch. Ich weiß, das Attack ist der Rest. 52 Spezialangriff ist das. Wieder Full KP plus Spezialangriff Nature. Plus Spedef Nature, Megalon zu 100% Two-Shotten mit Leaf Storm. Also mit Leaf Storm und dann die plus 2 Leaf Storm. Die 76 plus Death Nature ist dafür da, dass wir ein Adamant Ice Heap von Nocturne immer leben, also 2er, auch nach Rocks mit Leftovers. Okay, Okay? ja. Die Spedef sind dafür. Den einen, Hur dass wir nach Rocks einen Hurricane von Full Invested Timid Vogel Taubers, Fidget. Taubos tanken. Nach Taubers? Rocks, also ja. Genau, das, wenn der, außer er hat einen Damage boostenden Item, dann kann es eine Roll werden, oder wenn er Mortis ist, kann es auch eine Roll werden. Allerdings ist es keine Roll mehr, wenn wir keine Tarnsteine bekommen haben. Also wir leben da einer, Okay. definitiv. Wenn er nicht invested ist. Ja, der Rest war ein Attack, weil ich habe die nirgendwo anders mehr gebraucht. Wir haben Leech Life für Matrifol und zum Beispiel auch für Megalon. Da können wir uns ein bisschen KP wiederholen. Genau. Leaf Storm ist, wie gesagt, für das Megalon, dass wir das dann two-hitten können. Das ist auch super gut gegen Lantern oder Regirock oder auch Alola Persian, weil er ja Doppelte Death hat. Gegen Sandarmer, genau. Das macht eigentlich gegen alles, wenn wir es zweimal drücken können, richtig viel Damage. Also das können wir auch, müssen wir aufpassen, dass wir es nicht zu oft einsetzen, weil wir ja nur 8 AP haben.
Superpower ist auch klar, das trifft eigentlich auch den Rest, den wir dann nicht sonst nicht so gut treffen können. Ne? Also hier, okay, ist eigentlich nur Dummiese, ne? Aber es boostet uns physisch. Ne? Wir können uns gegen Dummiese! einige Sachen physisch boosten dagegen. Und das finde ich auch gut. Genau, Synthese ist logischerweise, dass wir uns gut bei Health halten können, weil der sollte ein bisschen überleben. Jo, Da sind wir jetzt gerade in Quality Time. und nach diesem Heimroman gehen wir weiterhin zum einem der wahrscheinlich einfachsten Sets hier drin, und zwar zum Pazifisten. Auch wenn er eigentlich nicht so pazifistisch veranlagt ist, so viel Attack wie der hat in seiner Schwarmform. Ja, bisschen viel, ja. 140? Ja, oder? 140 müsste sein. Ja, das ist der höchste Wert, glaube ich. Der Ja. hat 140 Attack, ja. Das Ding böllert wie Scheiße. Also, auf jeden Fall, Leute, schau ich mir Wishiwashi an. Also, Jem hat eine. Er hat ein Team, was. Ist deine, oder soll ich das ansagen? Ne, ich. Alles gut. Also, das Team von Jem, da kommt nicht so arg viel gut in Water Moves rein. Da hat man Mazrifol, da hat man Lanthorn. Das sind die einzigen Monster, die wirklich safe in so Liquidation reinkommen. Vielleicht auch Flunkiefer nach dem Intimidate und irgendwie Full Fist Death, aber na. Ja, David ich habe die Clash. ganze Zeit gerade geredet, du warst weg. Lol, ich habe nichts gehört. Well, ich habe jetzt Egal. hier geredet, alles gut. Jo. EQ haben wir halt dann noch für Lanthorn oder eben für den Flunkiefer, damit man es besser hitten kann. Und die U-Turn, mit denen kann man Matrifol hitten, weil Matrifol eh nicht drin bleiben, weil das Ding halt wehtut. Und ja, mit Rest Chesto kann man sich mal wieder komplett hochholen, weil das Ding hat ja keine Recovery und wir wollen nicht unter 25% fallen, logischerweise, weil dann haben wir den kleinen Lauch hier wieder. Mit mehr Bizeps als ich, aber ja. Ja, auf jeden Fall, wir wollen nicht mit dem kleinen Lauch hier rumrennen, wir wollen halt schon hier die Alpha-Gang haben. Und ja, dann machst du mir Tornado weiter. Ja, Okay. Tortonator. Shell Gear ist auch super. Shell Super, super Name. Ich habe auf Google Turtle Punts eingegeben und dann kam das. Okay. Gut. Der ist dafür da, dass wir zweimal in. Ne, einmal. Wir kommen einmal rein in dieses Survivor, weil Survivor ist ein bisschen gefährlich mit Life Orb. Der kann so ziemlich unser halbes Team oder unser fast ganzes Team sehr effektiv treffen. Es macht keinen Spaß. Genau. Der kann auch von Megalon mal einen Hit nehmen. Der kann von Lantern Hits nehmen. Der soll halt hauptsächlich für uns die Tarnstände weghalten. Deswegen auch die Boots ist eigentlich offensichtlich. Toxic ist Toxic. Wir können alles Toxic bis auf Survivor und Morweil. Und Morweil möchte sehr ungern in uns hineinkommen. Ja, Flamethrower Draco ist im Prinzip unsere Step-Kombi der Wahl. Wir treffen, ich glaube, alles mindestens neutral. Ja, wir treffen Ja. alles mindestens neutral und es macht halt auch Ja, nichts. Mawa ist der einzige Draco, Drachen Resistance da. Genau. Ja, und Fire Resistance wären ja jetzt hier Thoraket oder Regirock und Lantern und die können wir sehr effektiv treffen mit Was? dem Draco. Den effektiv treffen mit dem Draco, nicht sehr Ja. effektiv. Ja, aber wer die sehr effektiv treffen kann, Überleitung des Jahrtausends, ist Bea Constrictor. Manchmal noch gar nicht fertig. Okay, willst du weitermachen? Warte, ich wollte noch kurz gucken. Unser Speed ist für nicht investetes irgendwas. Megalon. Ja, Nee. mega wahrscheinlich, Megalon. oder? Oder Regirock. Es kann auch Regirock sein. Ich muss nachgucken. Da Regirock müsste es sein, ich habe ja 136 dann investiert. Regirock hat 136, genau. Nicht investetes Regirock. Perfekt. Ich bin einfach ein Genie. Krass. Wusste ich doch. Jo, dann wir Bier Constrictor. Jo, wir haben hier. Ja. Ja, wir haben hier Double Ste. Wir haben hier. Nehmen wir jetzt quasi. Summer Okay, Ground, Summer Rock. gestern übrigens unsere komplett behinderten Ja, Sets. die drei letzten sind ein bisschen clean behindert. Jo. Sache ist, der kommt, soweit ich weiß, als einziges unserer Mons ordentlich in Survivor rein und kann danach auch revengen. Also, der killt mit dem EQ, soweit ich weiß auch. Alles andere wäre langsamer als Survivor, was reinkommen könnte und würde dann nochmal einen Hit kriegen. Oder würde Der sterben. kann. Ja, oder würde sterben. Und Survivor ist schneller, also mit dem Investment und kann den immer killen. Meinst du nicht Sarah Connor schneller?
Ja, Schlange ist Schlange. Sanaconda ist schneller als Aber Seraphine. So rum. das Schlangenduell. Glaubst du, Jam, ja, glaubst du, wir haben Jam gesniped mit seiner Conda, weil der mag doch Schlangen so gerne. Weiß ich nicht, kann sein. Glaube ich nicht. Wir haben das doch über spät gepickt, oder? Stimmt, das war glaube ich siebte Runde oder so, wie wir den geholt haben. Ich glaube, das war nach Reggie Gigas. Ja. Oder nach Lusardin oder irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, ja, mit Bulldoze können wir mal rein, können wir mal auf den Switch drücken, damit irgendwas slower wird. Ich glaube, zum Beispiel nach einem Bulldoze outspeed ist zum Beispiel auch Matrifol folglich. Wenn Matrifol hier probiert rein zu switchen auf den Bulldoze, frisst er an das Damage und droppt, glaube ich, sogar. So ungefähr. Also die 84, 48 Attacks sind der Rest gewesen. Ja. Ja. Oder allgemein, ich glaube, wenn alles, was auf den Bulldoze reinkommt und davon auch getroffen wird, also halt Taubers nicht, und ich glaube, so bin ich halt auch nicht, aber danach sind wir schneller als alles, außer eben diese beiden Mons. Und Sarkonda böllert gerne mal ein bisschen. Genau. Oh, dann darfst du das wahrscheinlich behinderteste Set im ganzen Team einmal machen. Leute, Wolfuß Niesel, Hast du es schon eingeblendet? go. Ja, hab Ja, ich. ich habe mir so gedacht, wir brauchen Sneeple definitiv, damit er mit Megalon nicht komplett Braindead Psychic drücken kann. Also, es stirbt halt immer irgendwas, wenn der auf irgendwas reinkommt und Specs Psychic drückt. Macht keinen Spaß. Wir müssen immer was abwerfen, also unwiderruflich. Und Klang ist so scheiße in dem Matchup, nicht selbst der Ja, kann nicht Klang mehr was. wird halt eigentlich schon von Landtun komplett geblanket-checkt. Das ist nicht lustig. Genau. Und dann habe ich mir so das restliche Team angeguckt und habe gedacht, Sneeple ist offensiv nicht gut. Na, also Regirock kommt gut rein. Hier Hitmonchan kann den immer revengen mit Machpunch, das macht halt keinen Spaß. Morwell kommt gut rein. Es kommt Thoracat gut rein mit Bedrohung und der hat mich genervt. Und dann habe ich so ein bisschen durchgescrollt durch das Moveset und habe mir so gedacht, diese ganzen Mons, die eigentlich reinkommen, haben alle keine gute Recovery außer Rest. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Whirlpool zu spielen. Mit Binding Band. Binding Band ist nicht die Whirlpool länger macht, sondern die Whirlpool mehr Schaden machen lässt. Das heißt, die bekommen jetzt ein Sechstel statt ein Falls dich interessiert, ist Achtel. auf Deutsch ist es übrigens Bindeband. Die Ja. Teilfangbewegungen des Teilfangbewegungen des Inhabers verursachen ein Sechstel maximale HP pro Spielzug. Ans. Hans, gut. Ja, es macht mehr Schaden. Das heißt, wir kriegen mal, wenn wir eine 5 Runden Whirlpool mit Protect und Substitute, was wir wahrscheinlich nicht immer hinkriegen werden, dann bekommen wir einfach 80% auf ein Mon, was normalerweise von einmal Knockoff oder einmal Icicle Crash 25 kriegen würde. Und das ist halt geil. Wenn die keine Recovery haben, dann sind die mal schnell richtig tot. Ja, und weißt du, wenn die halb tot sind, wer richtig Bock hat darauf? Wenn die alle Ich richtig. bin noch nicht fertig, Ach, halt. fuck it! Warum mussten wir immer eine Überleitung kaputt machen, du Doofnase? Warum machst du denn die Überleitung jetzt schon? Ich habe noch nie gesagt, dass ich fertig bin. Die wäre gerade genial gewesen, Mann. Ja, wir haben 192 Attack, das reicht dafür, Full KP Megalon zu killen mit Knockoff, wenn Nachrocks. Ja, weil ich wollte trotzdem Schaden machen, auch dem Typ. Problem ist ja mal keine Rocks, ne? Ja, stimmt, die haben ja Dings rausgenommen. Ja, klar. Egal. Der macht trotzdem viel. Falls er mal Chip gekriegt hat von irgendwas, ein bisschen killt es einen. No. Und wenn der nicht Full KP ist, killt es trotzdem. Gut, dann die 216 KP plus 4 Speed Death sind dafür da, dass wir ein Choice Specs Donnerblitz von Megalon. Megalon zu 100% nehmen. Modest Choice Specs Donnerblitz Analyse macht 99,6% Max. Wenn Rocks liegen, ist blöd, aber Kaddish. dann, ja. Das ist blöd dann. Aber ja, müssen wir schauen. Der ist, ja, und ich finde, das Set actually kann Work machen. Also, der hat viele Mons, die sich nicht gut recovern können. Wenn halt Nocturne der Switch der Wahl ist, dann ist das halt so. Ich glaube auch nicht, dass der Water Absorb auf Lantern spielen will, weil Wischiwaschi kann sowieso Earthquake und Rotom blankt der dann halt damit auch, wenn genauso wie Klang. Also, nee. Da wollte ich das Set einmal spielen.
Und ja, wir können trotzdem die Items von Sachen abnocken, wenn wir zum Beispiel mal hinterm Sub erfolgreich sind. Ja, ne? Ja. Ja, und dann kommt noch Finde ich gut, so das Set. das Set, wofür unser Rocker dann schlussendlich doch rausgeflogen ist, weil die Sache ist, wir haben halt beide getrennt voneinander gebaut. Und ja, die meisten jetzt hier kommen kommen von Karma und jetzt kommt auch das Set, was ich unbedingt dabei haben wollte. Was wir beide am Ende dann auch sehr gerne dabei haben wollten, und zwar dieses Set hier. Man fragt sich jetzt natürlich Lumberry Rattled. Was soll denn der Junge jetzt? Was macht denn der jetzt effektiv? So, Rattled hat eine kleine. Er hat einen kleinen Buff bekommen in Gen 8. Und zwar, wenn das Mon intimidated wird, steigt der Speed um 1. Also fahren sie nur bei U-Turn, bei Käfer, Geist und Unlicht-Moves, jetzt eben auch bei Intimidate. Ja. Gucken wir uns mal an. Welche Mons kommen denn auf Garnbo unfassbar gut rein normalerweise? Also vor allem auf dem Playrough dann. Das sind Flunkiefer und Mizunder. Beide haben Bedrohung für gewöhnlich, um Grumble abzufangen. Ja. Gegen beide können wir uns setupen mit diesem Split. Ich glaube, also wenn Flunkiefer reinkommt, wir auf diesen Switch in Bulk-Uppen, dann auch ein Bulk-Up rausbekommen, weil wir ja schon plus 1 bekommen haben. Diese plus 1 Attack, plus 2 Def und plus 1 Speed. Wenn er probiert zu Iron Helden, macht er maximal 30%, 36%, irgendwie sowas. Wir können mal Bulk-Uppen und nach Kill DQ. Wenn er nach Enemy Zunder geht, ja. Wir kriegen wieder plus 1 Speed Boost. Also der muss danach irgendwas anderes reinholen. Gegen Regigor können wir weiter Bulk uppen. Und wenn irgendwas reinkommt, was uns irgendwie dann low haut, gehen wir mal auf Rare Screen, Lumberry. Das ist ein bisschen war ein bisschen kritisch mit Wischiwaschi. Aber dieses Item kann uns auch nicht abgeschlagen werden, weil wir dann auch den plus 1 Speed Boost bekommen. Das Set. Das kann uns schon abgeschlagen werden, aber wir kommen dann halt. Ja, das will man aber nicht normalerweise. Also, das Set sieht am Anfang ein bisschen weird aus, wie zwei andere Minimum-Sets in diesem Team. Aber es kann definitiv Work machen und der kann sehr gut Late Game sweepen in diesem Matchup. Wir outspeeden auf plus 1 also wir outspeeden definitiv nicht alles auf plus 1. Ich glaube, wir outspeeden Lantern, wenn es Full Speed ist. Den Rest outspeeden wir nicht, weil wir sonst viel zu viel hätten investen müssen. Und wir lieber den Bulk haben wollten. Aber Lantern wird nicht mitkommen. Was? Dann tun wir nicht mitkommen? Wird nicht mitkommen, sondern wird nicht Fullspeed sein. Ja, aber es war einfach nur, um safe zu gehen. Es werden auch vielleicht mit Zunder nicht unbedingt Full Speed sein oder whatever. Auf jeden Fall, Grumble kann hier saugut Work machen. Und dann würde ich sagen, dann schalten wir den Jungen mal an, den guten Jam, und gehen ins Match rein. Flexing Dance Basis. Oh nein. Hat er schon den Namen geschickt? Also, hast. Mir hat das geschickt. Ich Okay, habe wait. nachgefragt. Ich mach grad schon. Zusammengeschrieben oder auseinander? Auseinander. Okay. Jo, hab ich. Jo, ich soll ja auch mit meinem Account, mit unserem gemeinsamen Account reingehen. Wenn wir den Link dann schicken in TWA, dann möchte ich den schicken, weil ich möchte noch da was dazu schreiben. Okay, passt. Jo, einmal kurz hier Account wechseln. Ja, gehst du auch kurz rum? In gemeinsamen Account Ich hier. bin schon, ich bin schon. Okay, perfekt. Welches Team waren das jetzt? Immer die Übersicht hier 56. Anteil 56, das gute alte Team. So, challengen wir. Und Leute, viel Spaß nach jetzt 18 Minuten Teambuilding. Das war lässiger, als ich gedacht hätte. Wobei, ich glaube, die Hälfte davon war halt schon für Durantis. Ja, das kann nicht sein. So, wir müssen gewinnen, by the way, weil Ja, will sonst ich. 1-3 möchte ich nicht stehen. Good luck, have fun. Ja, ich habe ihn schon gefragt, ich habe ihn schon gefragt. Alles gut. Hat er ja gesagt? Ja. Jo. Sollen wir einfach, was gehen wir jetzt im Lead? Also, ich sehe halt schon, Mizunder ist nicht dabei. Mawa ist auch nicht dabei. Folglich hat Gambo jetzt noch nicht so mega Bock. Wie Pidus ist dabei, was ist nicht dabei noch? Aus dem A sind. Ist Regirock dabei? Ist Lantern dabei? Was soll denn der dritte A-Pick? Nocturne. Nocturne ist auch nicht dabei. Sandar. Dann ist der Switch in der Wahl für
Sneebel wahrscheinlich Regirock oder. Ja, und das gefällt Sneebel sehr gut. Sollen wir mit Wishiwashi einfach reingehen? Weil ich rieche hier irgendwie jetzt nicht die Matrifol-Lied. Hast du gesehen, was ich geschrieben habe dazu? Nein, noch nicht. War kurz. Fühle ich sehr. Jo, Also, Rock ist, sein Rocker wäre Dings, Regirock, ne? Oder sein Armor, kann beides sein. Ja. Spin, er wird Spin, wahrscheinlich Spin haben und kein, an den Matrivol kann kein Defog, ne? Also wahrscheinlich hat Nein. er Spin auf Sollte auf. Dings. Ja, das sind da immer. Haben wir jetzt ja unser Rotom nicht dabei als Spinblocker. Das wäre jetzt tatsächlich sehr geil. Aber das wird trotzdem verlangt und komplett geblockt von dem her. Ah. Ich sehe er tatsächlich als Lead vielleicht eventuell, ich würde halt sagen, Lantern oder Hirsche. Würde ich jetzt als Lead. Aber eigentlich kann er kann halt eigentlich so gut wie mit allen Leaden, ne? Könnte theoretisch mit Lurantis reingehen, fände ich jetzt irgendwie nice, wobei der jetzt nicht so Bock auf VPDs hat oder mit Wischiwaschi. Das wären so die beiden Mons, mit denen ich halt am ehesten leaden würde. Könnten. Müsste einmal schauen. Wie viel macht denn uns ein Lantern unserem Wischiwaschi? Ui, das ist die kleine Form, ich wollte schon sagen. Ja, deswegen gesagt, Gut. deswegen baue ich immer lieber mit der großen Form, damit das auch so ein Kalk drin ist. Ja. Ja, aber das siehst du ja dann im Kalk sofort, dass es die kleine Form ist. Am Schaden. Wechselweise. Ich würde. Was ist denn das Beste im Matchup gegen uns, mit was er leaden könnte? Vipitas macht halt viel Work. Also könnte ich auch mit seiner Kondalin, soll auch schneller sein als Landturm, wenn es nicht Full Speed ist. Er könnte mit. Wenn's Lantern würden wir. Nee, den kennen wir nicht. Selbst wenn das Bedarf ist, kennen wir den nicht. Aber der killt uns wahrscheinlich auch nicht Gold. Ja, ich will aus seiner Kolle nicht low gehen lassen. Ah nee, wir haben ja sowieso die Dings. Ja, du hast recht. Wir könnten. Wie soll ich mit Waschwasche reingehen? Wir könnten mit Wischiwaschi theoretisch wirklich reden. Was machen wir, wenn er Dings geht? Mit Dings anfängt? Matrifol? Wie ist denn Matrifol? der ist Der Gegner? heißt Livani. Ja, Stimmt, ich finde gegen den die Namen Venny. nicht belehrt. Gegen die Venny holen wir ins Tortinator rein. Wischiwaschi. Ja, das war wieder das Kleine. Okay, Leaf Blade macht ganz schön viel. Ja, wir können mit Wischiwaschi anfangen. Okay, let's go. Was kommt? Lantern, okay. Lantern. Und der Balloon, okay. Wie viel machen. Wie Switch hast du gerade nachgeschaut, glaube ich, ne? V-Switch macht, wenn er kein Investment hatte, macht das glaube ich bis 45 Max. Okay, sollen wir U-turn? Wir müssen eh den Ballon von ihm mal breaken irgendwann. Wir sind nicht schneller als er. Er könnte jetzt auch einfach. Er kann jetzt auch davon ausgehen, dass wir jetzt den Nurantis einfach. Den geht er auch auf V-Switch. Der muss eigentlich jetzt auf V-Switch gehen, weil wir safe nicht in seiner Konda reingehen. Thunderbolt macht Max 57, wenn er kein Investment hat. Wenn der offensiv ist, kann er uns möglicherweise in die kleine Form bringen. Mit dem vollen besten V-Switch. Ja. Das wäre halt Oder kacke, ne? nee, mit dem Full Invested Thunderbolt. Full Ah. Invested V-Switch kann er das nicht. So, weil bei Durant. Also kann man der V-Switch, wenn wir jetzt in Durantis gehen. Aber wir bekommen trotzdem die. Ich würde Dings trotzdem.
Resurge. Aber kriegen wir den wieder hoch gegen irgendwas? Gegen Regirock? In Regirock oder Sandama kriegen wir ihn wahrscheinlich wieder hoch. Vor allem, wenn wir über 50% bleiben, haben wir dann noch genug Bulk für eins, vor allem für Sandama. Also, mal Jutern. Okay, nehme ich so. Nehme ich richtig. Jetzt bin ich froh, dass wir natürlich die Lamberry drauf haben, ne? Jo, Ja. Sanaconda? Warte. Puh, ruhig, Bruder. Nö. Ich möchte gerne nachschauen. Wir haben wie viel Prozent gemacht? 21. Ich schaue kurz nach. Er ist auf jeden Fall defensiv invested, physisch. Okay. Der könnte auf jeden Fall komplett physisch sein. Wir haben genau 21 gemacht. Sollen wir in seiner Das Konda gehen? heißt, er hat mindestens 192 plus Death. Okay. Mindestens. Nee, Sanaconda killt ihn nicht. Aber wir können Ja, es schaffen. aber er weiß nicht, was wir für ein Set spielen. Wir können auch Full Offense Sanaconda sein. Wir sind schneller als Danton und mit Full Invested sollten wir ihn auch killen normalerweise. Ich finde aber theoretisch Lurantis hier besser, weil wir im Prinzip, Da kommt halt Pipi, wenn das ist wieder recht safe rein. aber dem würde ich echt gern Schaden machen. No joke. Wie bitte, das meinst du? No, können wir machen. Einmal in Durandus, einmal schön Leaf Storm, oder? Genau. Ich würde in Lurantis gehen und gern Leafstorm. Okay, also einmal Leaf Storm klicken Wenn jetzt. Livani reinkommt, Gehen wir in Tortonator. wir könnten theoretisch auch Superpowern. Ich muss mal gucken gegen The Viper, wie der offensiv ist gegen Brandes. Was mir auffällt, diese Vipers, englischer Name, wenn man das TH nicht richtig aussprechen kann. Quasi statt The Viper, The Viper. Okay. Das war mega produktiv für den Kampf, ne? Leafstorm, wenn der. Also, der muss ja wahrscheinlich hat er so ein. Entweder er spielt komplett Tinnit. Oder er spielt. So ein Mixed. Wenn er Mixed hat, hat er einen von beiden Death-Werten weniger. Wenn der minus Spit-Death ist, macht Leafstorm. Ich mach mal so ein Tinnit-Nature rein. Dann können wir mal den Damage vergleichen. Leafstorm macht 32 bis 38 Superpower. 23 bis 28. Das wäre ein Life-Orb-Tick mehr im Normalfall. Aber wenn wir Superpower drücken, dann stehen wir besser gegen Livani da, wenn das reinkommt. Jo, sollen wir Superpower gehen? Wenn Livani reinkommt, dann gehen wir Turtonator, right? Exakt. Nee, komm, wir drücken Leafstorm. Okay. Server kommt und jetzt richtig schön Damage ruf. Nice. Bär Constrictor, Muss. ne? Wir haben doch Zeit, Bro. Wir haben Nein! doch Haben wir Zeit. Wir nicht, haben Mann! doch. Das ist ein. Kein. Das ist eine relative Min-Roll für kein KP investetes Survivor. Wenn der killt uns jetzt natürlich, aber der muss halt auch einen Move drücken, der uns killt, weil. Sonst. Wir den jetzt umschießen würden, wenn Ja, der. oder der geht halt low wie Scheiße und droppt einfach gegen alles. Nee, der schießt uns um. Wenn der Life Orb Sludge Wave ist, dann schießt er uns jetzt um. Wenn jetzt irgendwie EQ drücken wollen, wir drücken mal auf Leaf Storm, dann entweder droppt der oder geht low wie Scheiße, so dass er den alles umklatscht, so meine ich's gerade. Aber wen ist Anaconda? Oder. Ja. Wir gehen ins Undercon. Dann gehen wir einfach mal auf den Bulldoze, richtig schön. Die haben auch kaum, jetzt auch keinen Switch in wirklich in EQ mehr rein, ne? Ja. Sondern generell in Boden. Sludge Vor Wave. allem Bulldoze haben sie keinen Switch drin. Perfekt, der So, ist. Bulldoze. Life Orb, wir sind definitiv schneller. Ja. Bulldoze würde den ab der Range killen. Warte. Sandergander gegen Viper. Bulldoze müsste den eigentlich killen ab der Range. Okay. Ja, 75 bis 89 und ich muss kurz nachschauen. Das waren 23%. Sludge Wave 20 bis 24, der ist timid.
Okay, also Baldos. Timmit. Wir sind Was sei? Ja. schneller, 100% Okay, schneller. ja. Ja, wir können einmal Bulldoze drücken, ja. Ja. Wait, Megalon ist gar nicht dabei. Hör mir jetzt erst auf. Lol, stimmt. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Hä, okay. Das ist weird, dass der nicht dabei ist. Ja. Der guckt gerade wahrscheinlich. Warte, hast du. Drück nochmal nicht, drück nochmal nicht. Okay. Ah doch, ne, warte mal. Muss mal gucken, wie das mit einem komplett bedeff Survivor aussieht. Ich mach mal unser Survivor kurz raus. Mit Survivor, Thunderconda. Ob der jetzt denken könnte, dass wir einfach nur komplett bedeff sind. Aber dann würden wir den ja nicht. Dann würde der uns ja trotzdem nicht killen, der würde ja trotzdem rausgehen. Ich möchte nur gucken, ob der jetzt vielleicht trotzdem nicht denken könnte, dass wir. Schneller sind. Dass der schneller. Sludge macht bei komplett bedeff 22 bis 25. Der kann denken, dass wir bedeff sind, wirklich. Das wäre fett. Er hält mir direkt den größten Threat im gegnerischen Team weg. Der wird. Nee, der bleibt nicht drin. Keine Chance. Okay, also obwohl los. Ja. Sehr nice. Das war nichts. Livenny. Also, würde ich mal sagen, gleich in den Tortonator oder so ein bisschen. Okay, wir jetzt instant mit Stone Edge. Warum wäre ich kein Feuerfang dabei? Der ist bulky. Der ist richtig bulky auf jeden Fall. Der hat mindestens Full KP. Der ist wahrscheinlich extra für seine Konda ausgelegt, dass er vielleicht auch jetzt extra die Orca Berry hat wegen Feuerfang. Möglich. Der ist auf jeden Fall. Aber ich würde. Der Oder könnte nicht. jetzt. Oder die Cobra Berry wegen Hurricane. Könnte jetzt toxen. Der könnte aber auch zum Beispiel nocken. Oder eine Websling. Oder könnte Webs leben, aber Webs würde ich jetzt hier nicht sehen an seiner Ja. Stelle. Also. Generell, da Tautonator so ein obvious switchen ist und dass Ja. wir Lorant haben, ich fühl nicht, dass er das jetzt drückt. Ja, also einfach Tortonator. Würde ich jetzt tun. Wenn er double, dann. Knock. Ja, nehmen wir. Oh. Oder? Der ist auf jeden Fall Full KP und ich guck mal, ob das ein Attack invested das ist. Mit Knock macht er gegen. Wie viel hat er gemacht? 26%. Der ist Element. Mäßig Jolly? Nee, Jolly reicht nicht. Also meinst du das? Meinst du das jetzt minus Spitzangriff? 26,2. Gegen Tortonator macht Livani mit Jolly Knockoff 21 bis 25 Ach so, Sekunden. meinst du gerade? Ja, okay. Er kann Der das. ist definitiv Adamant und Bei er ist ihm. definitiv auch invested in KP. Der muss Full KP sein, weil wir haben 6% gemacht und. Nee, weil du gerade eher erst Timid gesagt hast, ich war kurz verwirrt. Ja, der ist Jolly. Ja, der Okay. ist. Nee, der ist nicht Jolly, der ist Adamant und der ist Full KP. Der So. heißt, der hat kein Speed. Toxic oder Draco? Ganz gern. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne wieder in Lorantis gehen. Sollen wir? Weil der drückt definitiv jetzt hier keinen Karten Wenn auf mehr. viel Switch jetzt X-Saison kommt, ne? Nee, 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 nee. Ja, kannst du. Also Durantis. Wir könnten theoretisch auch toxen. Eine Runde. Ja, würde ich Aber machen. dann würden wir Regirock Free Rocks schenken. Na, ja. Wenn wir in Lurantis gehen, können wir nochmal free für Leaf Storm gehen. Ja, also Luantes. Okay, Red Rock, nice. Leaf Storm. Nochmal der Wort, oder? Ja, okay. Also mal Leaf Storm, falls es direkt in die Benny zurückgeht. Der hat jetzt unser Dings gesehen, unser. Sandaconda, was das für eins ist. Könnt mir vorstellen, dass er jetzt nochmal in The Viper geht. Aber der kriegt halt richtig Damage jetzt, ne? Und ich Ja. kann mir vorstellen, dass er dann einfach auf Dings geht. Auf Giga Drain. Also liefst du auch nochmal? Die Wendy kommt, okay.
Wenn wir doch auf Vitality gegangen. Guck mal nach, weil die Vanny gegen Durant ist. Wir recovern, also er macht mit X-Scissor 63 bis 75 und wir recovern mit Leech Life 41 bis 49. Also wie viel machen wir denn? Kennen wir den? Nee, wir machen okay. Leech Life macht 41 bis 49. Okay. Können aber eigentlich nochmal in Dings gehen. Tottenmatter? Ja. Er kann ja jetzt, er kann jetzt dubbeln wieder in Regirock. Oh, wenn ne, das wäre aber jetzt ultra risky, holy shit. Findest du? Wir könnten von mir aus mal eine Runde Leech schleifen. Wir kriegen den auch wieder hoch, zum Beispiel gegen Lantern oder ja. Gegen Endslash oder sowas. Ja, also ich will Leech schleifen jetzt, falls er drin bleibt. Und falls halt Regirock, falls halt Regirock jetzt wieder reinkommt, dann ist der gleich wieder under pressure. Also ich will Leech schleifen. Wir können mal Leech schleifen. Knockoff kommt, ja. Nehmen wir. Der frisst jetzt. Das war sehr gut. So. What now? Ganz ehrlich, jetzt. Der drückt ja jetzt X-Saison. Was ist denn, wenn wir jetzt in Granbull gehen? Stimmt! Das wäre echt nice. Sollen wir machen? Ich überlege. Sein Play, also entweder kann er jetzt halt X-Saison gehen in Granbull. Und was macht er dann, wenn er in Granbull gegangen ist? Wir könnten theoretisch dann Bulk haben. Jo. Denkst du, das ist zu früh, oder? Der hat die ganzen Intimidate-Sachen eh nicht dabei. Weil wir halt so free setupen konnten. Lantern ist jetzt, Der hat es dann nur verloren, nicht mehr. Wir hätten unfassbar gut rein mit Granbull. Sind wir schneller als auf plus 1 als Viper Full Speed? Ja, sind wir. Weil wir sind schneller als Lantern. Und Anton ist schneller als Survivor. Okay, ich guck lieber zu Vorziehzahl nochmal nach. Survivor. Mach das. Ich will das wirklich jetzt ungern eingehen, wenn das. Nee, wir sind. Doch, wir sind definitiv schneller. Wir sind definitiv schneller. Wir sind auch schneller als Lantern Full Speed. Aber der. Ja. Wir können's machen. Jo, würde ich machen. Jo, let's go. Okay, miese. Das ist blöd. Ja. Okay. Fuck. Das wär's. Alles. Okay, Liestorm war sowieso nicht unser Play. Ja. Ich gehe jetzt davon aus, er wird sich versuchen zu recovern mit Giga Drain. Jo. Haben wir EQ'n einfach? Wie viel macht denn der mit Giga Drain gegen Sneasel? Er recovered 21, recovered effektiv mit Life Orb 9 bis 13% gegen Sneeble, wenn er jetzt Dings drückt. Heißt 9 bis 13, wir gehen mal, sag mal 11%. 11% wären 68. Wir machen 63 bis 75% mit Knockoff. Taken wir eine Sludge mit Sneeble? Okay, sollen wir einfach Sneasel. Wenn der Sludge Wave drückt, dann ist er sowieso tot. Okay. Also Sneasel. Ja. Wir haben dann allerdings kaum noch Raum für Sub. Plus Dings. Ah. Wie wichtig ist Sandaconda? Weil der bekommt gegen Sandaconda bekommt er ja kaum mehr als gegen Sneasel. Ja, sag mal so, Sandaconda macht halt actually noch Work gegen Vipitas und gegen Lantern. Gegen Regirock machen wir nicht arg viel. Gegen Snowbillycat weiß ich, ob wir da so heftig viel Work mitmachen. Ich meine, gegen Lantern haben wir noch genug Outs. Auch mit Durantes haben. Oder. Wishiwashi theoretisch, weil der dem mehr Schaden macht als er uns.
Ich weiß nicht. Und Granbull kann er den, der kann auch Granbull nicht töten und wir machen dem richtig viel. Also ich Ich würde werde den gegen Rage. Rage, ich will nachher gegen Rage einfach gerne ein Setup mit Granbull, das finde ich sehr geil. Ich würde wieder Sandra gehen, oder? Der kann, jetzt kann er Ja. dann denken, dass wir Spedef sind. Ja. Wollen wir Sandra gehen? Wenn er jetzt Giga Drain drückt, dann kann er denken, wir sind Spedef und er killt uns. Jo. Machen wir das. Satchwave kommt nochmal, okay. Ja. Killst du? Killstone-Edge? Bist du das? 41 bis 49. Ah. Jedenfalls nach. Wait. Aber Livani ist doch Ja, Level 5. stimmt. Er soll einfach wieder bulldozen. Jo. Okay. Oh, der Leech Life auf dem Ivani war so gut, ne? Der war sehr nice. Nice. Größter Threat ist schon mal weg. So ziemlich. Aber wir müssen trotzdem noch vor einigen aufpassen. Ich weiß, ich Livani weiß. ist. Warte mal, ist Livani langsamer, wenn der kein Speed Investment hat? Sollte, das glaube ich ja. Der ist nicht Jolly, der ist definitiv Adamant und der muss KP haben. 220. Wir sind schneller als der. Als Livani. Das wäre Wir nice. sind schneller als Livani. Weil Wird, der muss merkt KP er jetzt haben. wahrscheinlich halt auch, weil man hat auch schneller als Sypitis. Ja. Wird er jetzt vielleicht in Persian gehen? Regirock. Okay, willst du vielleicht die Rocks haben, oder? Ja, wir könnten Durantis gehen. Jo, würde ich auch machen. Loran ist auch mal super powern. Ja. Tox, okay. Nehmen wir. Oh, super power. Oh, wir losen eigentlich ja nichts durch super power. Oder? Er wird doch nicht hier drin bleiben. Der Ja. hat nur Livani noch, den, wo der jetzt hier in Leafstorm reinkommen kann. Ja. Und in Livani gehen wir trotzdem wieder Turtonator. Ja. Ich würde einfach Leafstorm gehen, ganz ehrlich. Ja. Können wir machen. Von da Livani jetzt so low ist, ist es nicht so wichtig, dass wir Livani pushen. droppt jetzt eigentlich zwei Leaf Storms. Ich glaube noch nicht, Also oder? nacheinander, meine ich, also vor allem mit dem Boost. Wie viel Weiß haben ich. wir vorhin gemacht? 12. 12 plus 24, was dann wäre, wären 36. Okay. Oh, Lurantis, du geile Sau. Ich bin auch sehr, dass, also ich bin auch sehr glücklich, dass du ihn gefunden hast, ne? Dass wir nicht wir hier genommen haben. Ich hätte Vivi ja echt gehypt, aber vor allem der Teil sind in manchen Matchups sehr geiler Rocker gewesen. Yes. So, Ich wieder. würd wieder Granbull gehen. Die Jo. kommen wieder. Der wird jetzt wieder Dings drücken. Und vor Das allem wäre so dieser gut. Exzessor, bitte. Oh, schade. Boah. Warum denn Leaf? Der hat ja keine Exzessor. Vielleicht. Okay. Oder hat er das gebrochen, dass wir das machen? Er hat ja bisher schon gesagt, dass wir kein Intimidate haben. Also wir wahrscheinlich schon erst entweder so rattled oder dass wir Ja, aber der Hansons wird jetzt haben. denken, er wird ja jetzt wissen, dass wir rattled haben. Weil kein Intimidate und wir haben Toxic Orb. kein Orb für Dings. Ja, okay, ich glaube, die Taktik geht nicht mehr so gut auf. Ja, wir können trotzdem Aber uns gegen sowas wie Regirock noch setupen. ja, Wenn ich würde die Venny weg ist und wir gegen Regirock reinkommen, können wir uns einfach clean setupen. Tortonator wieder, also ich würde ihn jetzt nicht werfen, Ich würde, ja, aber ich kann aber auch nicht slowen. Ich würde Tortnator gehen. Aber Tortnator und Toxin. wohl. Wir können natürlich auch Tortnator einfach Draco drücken, aber dann kommen wir natürlich auch wieder zu free rein. Wie macht der gegen Sneasel? Wahrscheinlich zu viel, ne? Element gegen Sneasel. Ah, der böllert wahrscheinlich ordentlich. Ich finde gerade schon, dass er gegen Grumble gemacht hat. Und Grumble hat deutlich mehr Bulk als Sneasel. Ich hätte nachher mal gegen Regirock sehr gerne mal Sneebel drin, ne? Ich hätte aber jetzt eigentlich
ungerne, dass Tortonator weiter gechippt wird. Ja, aber was soll man reinholen? Der hat. Wollen wir einfach wieder in Durantis gehen? Keine Ahnung. Also entweder kann er dem nichts oder er drückt halt. Er wird Lorandes vielleicht und an der Lidia schon nicht Ecke. schleifen. Weil Durantis wäre halt geil trotzdem noch, ne? Der kriegt einfach Free Leaf Storm gegen drei Pokémon raus. Ja. Ohne Drawback. Gegen vier wahrscheinlich sogar. Was will ein Persian machen? Sollen wir seine Connor throwen? Da Survivor können wir wirklich machen. Da der Survivor weg ist, können wir den Ja. abwehren, denke ich. Jo. Und jetzt Sneasel oder wie nehmen wir? So, ich würde es diesem mal seinen ersten Kill gönnen eigentlich. Stell dir mal vor, der bleibt dann einfach drin. Mit dem. Hey, einfach ist nicht so lange mal locken, fertig. Aber ich würde ganz gerne Whirlpoolen. Der wird. Wir können theoretisch, ja, wir können ja einfach knocken. Mann, ich meine, was kommt jetzt rein? Persian oder? Oder er throwt. Also ich glaube, das Ding throwt er jetzt ab, weil Sanaconda ist jetzt auch down. Der war wahrscheinlich extra für Sanaconda da. Leider, ich kann mir vorstellen, dass er noch mal in Durantis reinkommen möchte einmal. Er kommt halt auch nur in den Leaf Storm. Ja, aber der hat ja trotzdem da noch einen Death Fodder. Und warum Ja. soll der nicht in eins von seinen Checks gehen jetzt hier auf Wir den? können auch Whirlpoolen, wenn du willst. Nee, wir können auch einfach mal subben. Können wir auch machen. Sollen wir? Dann sehen wir ja, was er macht. Oh, wenn er jetzt auf den Sub-Energy geht, ne? Das wäre so geil. Wenn er drin bleibt, dann Ja, können wir dann dann. immer noch knocken. Ja. Sollen wir was haben? Nice! Sehr geil. Und Whirlpool. Ja. Go for it! Sneevil! Jetzt treffen wir einfach nicht. Oh, das wär jetzt so eklig, ne? Wir müssen halt wirklich. Du hast gejinxt! Du hast for real gejinxt! Das ist scheiße jetzt, scheiße in meinem Leben. wie viel Waschi? Ja. Mann, ey. So einfach U-Turn, falls es wieder in die Venny geht. Ja, können wir machen. Der kann auch jetzt theoretisch drin bleiben und rocken auf uns, Wir können auch aber. Liquidation drücken, wenn du willst, aber ich will es. Wir können eigentlich einmal auf Liquidation gehen. Danach können wir resten. Wir sollten eigentlich schneller sein, ist das Ding. Ja. Einmal liquidaten, dann einfach, würde ich sagen. Jo. Kann Liquidation, jetzt. bist du dabei? Ja, der kann jetzt auch in Landung gehen. Schauen, ob der Jo. Water absorbiert. Okay. Jo. Okay, dann wäre Whirlpool eh nicht so unfassbar geil gewesen. Im Endeffekt. Können wir gegen den Dingsen? Hyun, meinst du? Ich meine, nee, können wir gegen den Resten oder killt er uns? Nee, wir können gegen den Rest, nachdem was du vorhin gemeint hast mit V-Switch. Der muss auf jeden Fall defensiv sein. Ja, also wir können gegen ihn resten, theoretisch. Und dann können wir immer noch rausgehen. Jo. Achso, der, wenn er mit Voltage rausgeht, dann. Ja. Wird resten, oder? Ja, okay. Und wenn der jetzt T-Ball drückt, sind wir tot. Glaube ich. Aber der drückt kein T-Bolt, wenn, weil Lorand, das ist so obvious, und dann muss der wieder was reinwechseln. Ja. Denken wir, sehr nice. Und wir gehen in den Rest raus. Okay. Okay, jetzt hat er ein mächtiges Problem. EQ? Jo. So, wo sind die Q?
Frogs. Höhe. Aber weil ich Kion? Weil irgendwann wird, muss, irgendwann wird dann wahrscheinlich reinkommen. Könnte auch jetzt EQ drücken. Oder ich guck mal, was das für ein Senslash ist. Großes Wischiwaschi, wir haben 32% gemacht. Er hat auf jeden Fall Death Investment, weil Mid-Roll auf Full KP ist 33. Okay. Aber Liquidation killt jetzt. Sollen wir? Oder sollen wir auf den Q, falls jetzt in Anton geht? Ich würde U-Turn gehen, oder? Ja, können wir auch machen. Okay, das macht gut. Aber wir gehen jetzt in Durantis. Ja. Leaf Storm einfach? Oder sollen wir superpowern, falls jetzt Livendi kommt? Können auch Synthese drücken. Jo, habe ich auch überlegt. Der kann auch jetzt P-Chap haben für uns, theoretisch. Ja. Ich will Leaf Storm. Und dann. Boah. Den Livendi gehen wir mal auf Torrent, den kann man dann mal endlich spinnen. Also Leaf Storm. Ja. Okay, bleibt drin. Es ist weg. Weiß ja natürlich auch Persian reinkommen, oder? Okay, Tortnader, ne? Ja. Bast und Spin. Ja. Nehmen wir einmal Toxin. Wir können was direkt tun. Ich finde sie halt sehr gern Toxin, den Jungen, ne? Denkst, der killt uns jetzt doch, oder? Ja, dann drücken wir jetzt Tox. Er killt uns, dann können wir in Gramm uns einmal setupen. Oder? Wir können uns auch setupen, wenn wir jetzt den Draco haben. Und da haben wir halt mehr Optionen. Wir können. Stimmt, ja. Aber ich hätte sehr gerne Tox auf ihm drauf. Aber müssen wir auch Draco. Ja, wir können auch in Grumble gehen, dann. Also wir können den. Ne, ich würde ihn gern damagen jetzt, tatsächlich. Ja, eben. Ja, können wir machen, Draco. So, also let's go for Draco, bist du dabei? Ja. Ach, okay. Mann, Alter, dieser Bullshit mit dem. Okay, das war nichts. Dieser Bullshit mit dem Binding Band Whirlpool hat mich wieder mega angekratzt gerade. Das sowas. Ja. Und Grumble. Ja. Ah, Bullkamp ist aber jetzt alles physisch oder droppt einfach nach dem EQ. Mhm. Wir haben die Lamm, also wenn er uns das Toxin will, aktiviert sich direkt. Rockslide kommt, okay. Wir sind schneller. Sollen wir einmal resten? Ja, ich würde jetzt resten, falls er jetzt in Landrun oder so geht. Jo. Wenn es halt Tox kommt, wäre es ein bisschen unlucky, aber egal. Oh, nice. Nochmal? Nehme ich. Ja. Ja. Obwohl, ach, das ist halt auch wieder ein scheiß Matchup jetzt gerade. Jetzt haben wir die Dings verbraten. Ja. Wir können auch jetzt in Durantis hier einmal Leafstorm. Oder Superpowern. Wir können. Ich würde in Durantis gehen und Leech leifen, theoretisch. Ja. Weil damit endlich die. Okay. Okay. Ah, ich würde mich gern heilen mit Luantis jetzt. Ja, können wir auch machen. Jo, einmal synthetisieren. Nee, warte, Leech Life, oder? Wir haben jo. Keinen Tortonator mehr für Livendi. Mhm. Und ich will nicht, dass der dann irgendwie doch jetzt noch Webs legt oder so. Ja. Okay, also Leech Life. Ich hoffe, der bleibt nicht drin, ey. Ist das schneller? Wait. Das hat er jetzt nicht gemacht, oder? Hat er das jetzt gemacht? Sollen wir jetzt einen Sneasel subben und hoffen, dass er nicht den Rockslide bekommt?
Bringt uns das was? Wir können ja nach den Whirlpoolen. Wobei er natürlich auch in London rausgehen könnte. Aber jetzt nehme ich vielleicht schon drücken, einfach Liquidation. Boah, als ob der jetzt gerade drin geblieben ist, kannst du mir nicht erzählen. Ey, immer diese Rest-Talker, die drin bleiben, ne? Halt wieder einfach schneller war. Das hat mich ja eher geschockt. Ja, der ist schneller als wir. Habe ich gemerkt. Der Durantis hat halt Ja, 5. schon. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Also, wie Schwaschi? Boah, bringt halt nichts mit Sneebel jetzt. Ja, wir können von mir aus Sneebel gehen und Whirlpool drücken, aber. Nee, Sub würde ich machen. Oder Sub drücken, Und ja. hoffen, dass er irgendwie mit Sleep Shock. Problem ist halt, dass der mit Lantorn. Ja, das ist es halt. Und der hat kein Item, der hat kein Item mehr. Und Fistef, der ist Sneebel ja komplett useless gegen den. Ja. Sache ist, wenn wir jetzt in Wischwaschig in Liquidation drücken, kommt da, lebt es die Venny? Ich glaube nicht, ne? Naja, ich glaube, nee, ich glaube es Also, nicht. Wischwaschi und einmal mal Liquidation drücken. Ja, dann kommt Lantern wieder, ne? Ja, den genehme ich. Oh, der geht dann mit Wiesfisch wieder raus. Ah, das ist ja alles wieder scheiße. Die bekommen aber auch immer die Moves gegen uns, ne? Diese brauchen. Ja. Absolut ätzend. Ja, wir hätten dingsen sollen. In These, ja. Oder einfach aber das Setupen. Jetzt ein bisschen Oh, Gambo gegen Sneebel. Bulk, wenn wir ein bisschen Gambo gegen Bulk ab, dann kriegt er als halt safes Toxic, ne? Ja, natürlich kriegt er das dann. Also, ist ja logisch. Aber Gumball bekommt ja kein Speed mehr dazu. Ja. Es wäre jetzt auch egal, also auf plus 2 oder so ficken wir eh alles. Ja, ich muss mal gucken, wie viel haben wir denn dem Regirock gerade gemacht mit Draco 28%. Er ist komplett spdef, Okay. wenn Granbull. Ich glaube, dann sollen wir auf plus 2 two-shotten, ne? Ja, definitiv für die Q. Ich glaube, Okay. auf plus 1 können wir den. Ja, zu einer Roll. Okay. Granbull plus 1 gehen. Hoffen, dass er Rockset bekommt oder Rest. Ja. Sollen wir? Ja. Okay. Bitte, bitte, Rockset or Rest, bitte, Rockset or Rest, bitte, 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 bitte. 66% Chance, dass wir jetzt hier gut, dass wir jetzt hier Matchup bekommen. Wir haben diesen Avatar drin, ne? Fällt mir gerade auf. Wir haben zwei Hypeboys drin. Ja. Aber theoretisch können wir halt dann gegen Regirock können wir halt immer wieder Rest drücken. Auch, ne? Weil der uns dann irgendwann nichts mehr macht. Bitte, bitte, bitte. Rest, nice. Nice, 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 nice. Neuer Bullkappen oder so wie direkt die Q'n? Also wir haben nur eine ganz geringe Chance, dass wir den two-hitten. 8% mit der So, Lore. soll er weiter Bullkappen? Ja, der wird jetzt theoretisch einmal dingsen. Toxin oder Resten? Na, Resten kann er eh nicht. Der könnte jetzt toxen, theoretisch. Ja, aber wie gesagt, wir haben Rest und wenn wir auf plus 3 oder so sind, dann fressen wir eh von nichts mehr. Ja, dann drücken wir noch mal Brick ab. Vielleicht misst er noch mal. Wäre cool. Okay. So, nochmal, oder? Wollen wir. Wir können mit dem gewinnen jetzt, wenn wir es Ja, richtig ich weiß, ich spielen. weiß, ich weiß, ist ja gerade die Sache. Wollen wir einfach einmal EQen? Jo.
Können wir machen. Wir dürfen ihn jetzt nicht zu low gehen lassen. Aber ich können wir mal machen. Macht sehr guten Damage. Rockslide kommt, macht nix. 12% haben wir jetzt. So. Wollen wir noch mal Bulk upen und dann resten? Ja, würde ich auch machen. Ich meine, es ist vorstellen, dass er nämlich jetzt auch auf Rest geht. Oder er wechselt aus. Ja, was will er jetzt reinholen? Ja, ein Turm. Der hat hier gerade ein Riesenproblem stehen. Wir hatten Land schon null Speed. Zur nächsten 50. Null Speed, nicht full. Ah. Also null, wir sind auf La, null Speed ja. sind wir schneller als der. Ja. Das heißt, wir kriegen maximal nur zwei Hits ab von dem. Ja. Also Bulk up und Rest. Und Landschaft macht gegen uns maximal, also Scold macht 33%. Ja. Der kann das theoretisch jetzt gewinnen für uns, ja. Ja. Wir können auch jetzt resten. Das ist mir gerade irgendwie zu früh. Ich hätte irgendwie noch gerne einen Boost mehr dran. Okay, dann drücken wir Bulk. Lieber nicht, okay? Der ist P-Jab, aber der macht uns wahrscheinlich auch plus 3 auch nichts mehr. Rest. Ich guck mal. Wie Adamant. Poison Jab. Gegen. Plus 3 Death. Null Dogger. 22 bis 27. Ja, okay, das passt. Ja, auf Rest. Rest, ja. Wenn der ja. uns jetzt crittet, ne? Ja, wenn der jetzt hier kriegt, komm, ich bin raus. Ich bin so raus. Holy shit. Das ist so unverdient. Alter! Alter! Jo, Sneasel, let's go. War kurz. So, Sneasel, Knocker. Ich will Sneasel gehen. Das bringt uns nichts. Was bringt denn uns das? Ja, was sollen wir sonst machen? In Wischiwaschi können wir nicht. Wir können. Ja, du hast recht, aber I mean, das ist over. Ja, lass Nibel gehen, vielleicht gibt uns wenigstens den noch. Einfach So, so. bin jetzt auf Knock. Alter. Erst der Kaxi-Progress Rockslide gegen Durantis, jetzt das Ding. Ja. Der war schneller? Hä? Der war die Scarf, what the fuck? What the fucking hell? Joa, protecten. Können wir noch irgendwie ein bisschen auszögern hier. Ich glaube, das ist cringe, die muss jetzt nicht ankacken. Weiß, aber ich würde trotzdem sagen, Fortnite stinkt. Okay, ja, well. Lass Whirlpool drücken. Ja. Schneller. Alter, ist das Kacke!
Alter.